Die achte Rauhnacht steht für den Monat August. Und dann schauen wir mal, was 2023 für dich passiert. Und wie immer haben wir die Mantari-Karten für dich hier heute für deine Botschaft. Und schauen wir mal, was die Seelenkarten für dich im August sagen möchten. Was möchte deine Seele von dir? Ausgleich von Polaritäten, gewaltlose Kommunikation, defensive Verteidigung. Also es geht wirklich darum, ja, Yin-Yang auszugleichen, männlich-weibliche Prinzip. Wir haben ja auch schon dann August und in August ist es dann schon fast soweit, wenn dann Ende August ist, die Ernte einzufahren, was da so das ganze Jahr über passiert ist. Und deswegen gilt es vielleicht in diesem Monat einfach nochmal auszugleichen, Yin und Yang, was da noch nicht ausgeglichen worden ist. Selbstliebe zum Beispiel. Es geht immer um Liebe. Angst und Liebe, Diskussion, gewaltfreie Diskussion, Kommunikation, Diskussion ist ja auch schon wieder nicht gewaltfrei, weil das hinhergeht. Gewaltfreie Kommunikation. Und damit kannst du einfach dir dieses Symbol vorstellen, Yin und Yang, es gleicht einfach alles aus. Es wird alles nochmal ausgeglichen, was in diesem Jahr ungleich war, auf allen Ebenen. Und dann schauen wir mal, was die Mystik-Avalon-Karten dir für den August raten möchten. Hier, diese Karte ist auch noch so blau, es geht auch wieder um Blau, vielleicht trägst du auch viel Blau, weil Blau wird dich dann unterstützen, um den Ausgleich für dich zu finden, falls du nicht ausgeglichen sein solltest. Ich finde irgendwie die ganzen Botschaften dieses Jahr sind so, arbeiten, 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 ich will jetzt mal auch irgendwann meine Entspannung haben. Und zack, ziehe ich diese Sonne und die Sonne ist die größte Glückskarte im ganzen Set und das bedeutet, du wirst richtig viel Glück im August haben. Also es wird der Glücksmonat für dich sein. Ich freue mich, dass du diese Botschaft dir angeschaut hast und vielleicht mir ein Like gegeben hast und sende das so vielen wie möglich, diese Botschaft, weil wenn du dir diese Botschaft angeschaut hast, kannst du gleichzeitig diesen Ausgleich haben und auch das größte Glück wird für dich da sein. Also teile dein Glück mit anderen. Auf!